Heute ist der 1. Oktober 1986. Wir sind in der Türkei, in dem Yachthafen von Marmaris. Und wir übernehmen gerade unsere Segeljacht, um damit 14 Tage auf Segeltörn zu gehen, hier in den Gewässern an der Südküste vom türkischen Festland. Das Boot ist noch nicht ganz fertig. Gordon, der englische Eigner, ist noch dabei, letzte Hand anzulegen. Und wir haben unsere Ausrüstung schon soweit erstmal ans Oberdeck gestellt. Und ein Teil der Besatzung ist noch dabei, die notwendigen Kleinigkeiten hier in den örtlichen Geschäften einzukaufen. So, da kommen die Einkäufer von Land zurück, um erstmals an Bord zu gehen. Und das Boot heißt Windeb, ist etwa 15 Meter lang. Wie bitte? Alle schon bezahlt, ja. Ja, ich muss mich hier so ein bisschen verstecken. Draußen geht es ungefähr mit 8. Und ich stehe hier an so einem komischen Denkmal, um ein klein bisschen Windschatten zu haben. Sonst würde das gleich ins Mikrofon reingehen. Ja, und dann geht die große Packerei auch gleich los. So, und so sieht das große Gewühle aus. Die Maschine läuft noch. Die Maschine hatte ein Problem. Und das ist jetzt hoffentlich behoben und inzwischen wird eingepackt. Und wie? Gibt es bei dem Hans-Karl? Ah, how are you? Quite alright. She's 15. Barely driving a car. She's got his ring and he's got the keys to her heart. It's just a matter of time they'll spread their wings and fly like two sparrows in a hurricane, trying to find their way with a head full of dreams and faith that can move anything. So, und im Boot wird noch ordentlich gewühlt und inzwischen gucken wir uns dann mal hier am Oberdeck um. Ich habe deine übrigens auch. Ja, die haben wir schon vermisst und ich dachte, die wären noch im Hotel. Du brauchst sie nicht zu vermissen, ich kümmere mich schon um Dinge. Das ist gut. Wenn du dich nicht kümmerst, darum kümmere ich. Hervorragend. Hier sind 4 Pässe, meine und deine. Was wissen wir, wenn wir haben, Kapitän? Ja, wir müssen ja jetzt... Abschied machen. Ja, wir müssen uns ja ausklarieren. Kann ich auf diese Kanne gehen? So, inzwischen sind wir ausgelaufen aus Marmaris. Ja. Das Auslaufen selber habe ich nicht gefilmt. Wie das denn so ist am ersten Tag, muss man dann ein bisschen mit aufpassen, damit alles klar geht. Und wie man sieht, ist gerade englische Teestunde mit Milch. Achso, ja, hör mal, Felicita, läuft ja gleichzeitig jetzt ein Band. Betont. Das heißt, wir können jetzt hier Witze erzählen. Ist drauf, ne? Das wird ja lustig. Ich wusste das, man muss seine Worte auf die Goldbahn machen. Ja, wohl dem, der jetzt ein Sturmfeuerzeug hat, nicht wahr? Mein Gott, das bin ich blöd. Hat's geklappt?
Hör auf zu filmen, das macht einen schlechten Eindruck. Das ist doch ein Kneipe. Hier. Da sind wir in einer. Felicitas, wie gefällt dir das heute auf der Hohensee? Erzähl mal was. Du schwankst deiner Jugend oder so. Soll ein Land spielen. Spielkram bei der Entfernung. Ja, und die Aufsaugen. Wir fangen schon an zu fahren. Du, guck mal, da hinten ist aber ganz schön an den Felsen. Du musst ja auch noch wieder rauskommen, ne? Genau. Ja, ist nicht so. Guck mal, wie das dagegen fällt. Dann musst du dir eine flache Stelle suchen. So, schönen guten Morgen. Die erste Nacht ist vorbei. Der Anker hatte sich gerade losgerissen. Und das haben wir nun gerade eben noch wieder chloriert. Und jetzt geht gerade die Sonne auf. Wir liegen in einer Bucht etwa 15 Meilen von Marmaris entfernt. Ja, die Besatzung hat sich nach dem Angermanöver nochmal wieder hingelegt. Und dass es draußen weht, das kann man da hinten, glaube ich, so ein bisschen sehen. Da weht die weiße Gischt hinter der Küste. So, nach einer unruhigen Nacht, wie man sieht, ist alles munter und wir sitzen beim Frühstück. Alles guten Morgen. Guten Morgen in den Winter hinein oder wann immer ihr das da seht. Meistens im Winter, ne? Wenn die Besucher kommen. Ja, genau. Um die anderen Mitbürger zu ärgern. Haha, haben wir die Sonne am wenigsten nötig, kann ich für den Moment. Aber dann mag ich das schon.
Ihr seid scheinbar alle noch müde. Es findet überhaupt kein anständiges Gespräch statt. Oh. Ja. Na, jeder mampft so vor sich hin. Alles. Du bist da besonders vorsichtig, wenn du eine Luftlinie meinen Käse, meinen Tee mit deinem Käse überschreitest. Ja. So. Die Soße ist groß. Oh. Da. So, unsere Sturmfahrt ist beendet. Wir sind jetzt in einer Bucht vor Anker gegangen. Aber der Sturm selber ist noch nicht vorbei. Und vorne im Vorschiff ist eine Kammer abgesoffen. Jetzt wird versucht zu retten, was noch zu retten ist. Das klingt ja dramatisch. Ja, das muss ja auch ein bisschen spannend sein, ne? Hast du Landschuhe an, du? So, das sind an sich... Gut, so. Was ist? Nässelst du? Wie? Nässelst du, Eckhardt? Was heißt das? Nässeln. Verstehe ich nicht. Nässeln. Nässelst du? Bettnässeln. Ja. Mir vor allen Dingen zu unbequem, was? Na, dann ist hart. Ein Handtuch und Waschmittel, sonst nichts. Nein, Spaziergang. Erstmal Spaziergang. Nee, ich wenn dann brauche ich mich da so schnell. So, da kommen die Landgänger zurück. Ich glaube, sie waren jetzt gut 2 Stunden drüben an der Küste. Und ich denke, so in einer halben Stunde dürfte das hier ganz dunkel sein. Thank you.
Da kommen sie mit Blumen. Kommst du und hilfst uns, oder? Nein, jetzt komme ich nicht und helfe euch. Jetzt will ich ja sehen, wie ihr das alleine macht. Also jetzt trete ich mit meinen dreckigen Schuhen hier drauf, ne? Okay. Komm hier, ich will das hier aus. Lass ihn aus haben. Nein. Ich will damit richtig. So, inzwischen sind wir in Fethi hier angekommen und wollen uns mal hier an Land umsehen. So, und dann werden wir mit dem Kulturtag mal gleich beginnen. Meinst du, dass du das da verstehen kannst? Fethi, Fethi, das antike Felswand. Oberhalb der Stadt befinden sich lykische Felsgräber. Verstreut stehenden lykischen Sarkophage wurden meist aus dem natürlichen Fels gearbeitet. Arimaxna, die antike Stadt in der Nähe von Fethiye, ist sehenswert wegen ihrer Hafenbäder des Innenhafens. Kilometer von Fethiye entfernt liegt bei dem Dörfchen Kinix die antike Stadt Xanthos. Gözlerini aç.
So, hier wird jetzt für die nächsten 3 Tage eingekauft. Und auf dem Karren da wird alles an Bord gefahren. So, habt ihr alles schön eingekauft? Ja. Adam! Haben wir den schönen Hafen von Petite verlassen und jetzt geht's wieder auf die hohe See. Und zur Abwechslung segeln wir heute sogar mal. Der wird sich nicht melden. Ja, das ist ja richtig, aber das ist ja abgehakt, der Schweinkram. Der ist ja vollbracht. Jetzt kriegen alle Herren noch mal eine Einzelschulung. So, und da kriegen wir sogar noch ein bisschen Wind, wie man hören kann. Ja, das Deck ist ein bisschen schmuddelig vom Ankermanöver. Und da wird ein bisschen Deck gespult. Sehr gut. Mützenwetter. Schön. Ist ja das so eine schöne Bucht da hinten. Da werden wir mal reingehen. Ich glaube nicht, dass man von hier die Bergziegen sehen kann, die da drum rumlaufen. Da hinten durch die Einfahrt sind wir gerade gekommen. Doch! Ach, das ist ein Gewimmel. Heute Morgen laufen wir aus und wollen eigentlich nur eine Badetour machen. Entlang der schönen türkischen Küsten hier.
Ja, wollen wir sehen, was für lauschige Ecken wir gleich finden werden. Ah, na ja, Gott, wenn ich es nicht übersehe. Ja, ich starte doch mal den Himmel. Oh, Zeichen doch mal den Himmel. Ja, ich, ja, und auch. Ich starte. Ich starte. Okay. Ja, ich starte. Okay. Ja. Aber lass ihn mal fahren, du. Was? Lass ihn mal fahren, ich komm gleich. Sie wieder hinlegen und weiterlesen. Was liest du da eigentlich? Was ist das denn für eine Geschichte? Italienische Reifen von Goethe. Ah, gut. Nehme ich vorher das Testament Friedrich des Großen. Das ist ein einzelnes Dorf. Ja, ja. Das ist ein Haus raus. Käst, Baba, Tschumann. Das ist zu scharf. Ja, die sind wieder zu scharf. So, fertig. So, hat Heinrich so richtig? Guck mal. Ein schönes. Ich habe hier mal eine Gabel. Guck, wir haben gar keine Mittel. Ja, Gabel. So, und hier in den Felsen sind vermutlich alte griechische Städte gebaut worden. Man sieht da noch die Ruinenreste. Die eigentliche Hafenanlage ist versunken. Also muss sich hier das gesamte Erdreich irgendwann mal um etliche Meter in die Tiefe verschoben haben. Ja, dürfte so 4.000, 5.000 Jahre alt sein, alles. Die sind aber nicht ganz trocken sein. Da oben in den Bergen, da kann man auch noch alte Ruinen sehen. Das muss wohl eine größere Stadt gewesen sein.
So, jetzt geht's auf große Tiefenerkundung. Wir haben gerade überlegt, ob das nun eine Ansiedlung gewesen ist von Piraten oder möglicherweise eine Ansiedlung zum Schutze gegen Piraten. Möglicherweise war es keins von beiden. Vielleicht sollte man das mal irgendwo nachlesen. Stehst du da? Auf der Kaimauer steht Hans Karl mitten im Wasser. Ist das doch wohl eine Frechheit. Immer mit den Füßen so zu schlagen, so richtig so schön wedeln. Paddel, paddel, paddel. So, die Füße immer noch rauf und runter. So? Ja, du machst ja nichts mit den Füßen. Schlag doch mal richtig mit den Füßen. Aber ordentlich, unter Wasser bleiben. Ja, und so kann das dann auch mal ausgehen. Der liegt da hoch und trocken auf der Küste. So, und hier ist noch eine schöne Ecke. Und natürlich ist wieder alles im Wasser zum Baden. Und ich halte hier die Stellung. So, dann drück mal bitte einer auf den Knopf von der Maschine, auf den schwarzen, rechten Deckel hoch. Schwarze Knöpfchen drücken, bis er steht. Sehr schön. Und nun Schlüsseldeck, ne? Und jetzt den Schlüssel ausdrehen, ja. Und ab die Batterie abklemmen, ne? Nach Steuerbord oder Backbord? Entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Ist aber noch ein Licht an, guck mal. Ne, dann hast du nicht ganz ausgedreht. Der geht nicht weiter rum. Ja, das ist gut, dann sind noch keine Lichter mehr an. Ja. Na ja, gut. Ich dachte, ich hätte den. Ihr müsst bloß erst alle sitzen. So, und dann könnt ihr euer Mittag aufdecken. Mir hier das Segel um die Ohren. Tut ja nichts, ne? Esst ihr lieber mit Fingern? Ja. Ja. Nicht so ein bisschen gepflegt. Guck mal, du nimmst ja auf den Tomaten. Alles, was du möchtest. Warte auf einen Moment. Vier bitte. Und die Omi auch. Sagt die Oma, wenn der Herr Offizier sagt, alle zum Auftritt, man auch die Oma. So. Mein Gott, wie viele Leute.
Wir haben die Knoblauchzehe vergessen heute Morgen. Mhm. Aber hier ist der Knoblauch drin. Inzwischen sind wir dann mit dem Essen fertig und jetzt werden die Kurse nur noch nach der Speisekarte abgesteckt. Kaum ist alles abgebackt, da geht es schon wieder um die nächsten Speisefolgen. Genau. Im Moment haben wir einen Lammkurs. Ah, jetzt sind wir auf dem Lammkurs. Nicht so laut. Rotwein haben wir. Essig haben wir. Salz. Können wir so viele das nicht machen. Backofen ist ja nicht um für 8 Personen hier im Backofen zu backen. Das wird ja wieder nicht. Jetzt sind wir auf der Karte, wo wir hinwollen und wo wir jetzt sind. Die Karte liegt daneben dir. Ich möchte das gerne mal hier drauf haben. Achso, pass auf. Ja, du hast die Karte weggenommen, da kann ich sie nicht mehr sehen. Ach, sorry, entschuldige bitte. Das habe ich ganz falsch verstanden. Ne? Also, wir sind jetzt hier. Aha. Ne? Die Hook sehe ich. Die Leuchtturm sehen wir voraus. Hier geht's rein nach Fethi. Ne? Und dann wollen wir da rein. Aber ich weiß nicht, sehr schön. Also ich würde sagen, wenn wir das grillen wollen, dann Leine macht Fleisch, ja das Lagerfeuer in erster Linie einen Spaß. Ja. Ich würde sagen, dass wir da kein Abendfeuer eingehen. Guck mal, das ist doch auch toll. Ne? Aber so was. Die Spieße haben, ne? Ja. Steuerbordseite losmachen und an der Backbordseite holen. Wir wollen das Vorsegel mal rübernehmen. So, dann werden wir gleich zum zweiten Mal in Fethiye einlaufen. So, dann wollen wir langsam den Jockel klar machen. Klar bei Jockelschalter. So, ich schmeiß ihn einfach runter. Lass fallen. Alles? Alles runter. Tausendgarten. Jo. Aber langsam. Ja, lass mal kommen. Bitte? Soll ich hier die Schüttel aufmachen? Nee, gar nichts aufmachen. Nee, das Ding. Willst du die Falle haben? Ja, das Fall nehmen wir ab, ne? Ja, das hat, nee, nehmen wir nicht ab. Wir haken das unten ein an dem Haken. Pass auf, du flug das auf, Heinz. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Da vorne liegt Fethiye. Da werden wir gleich einlaufen. Spät ist jetzt, es ist 4:04 Uhr. Wir brauchen nur so viel Zeit zum Umgehen.
bitte? Aber ich komme gleich hin, ich zeige euch das. Viertel vor vier. Viertel vor vier oder Viertel nach vier, müssen wir uns nochmal gucken. So, stellen wir den. Halt nicht den Zündschlüssel, erst ausdrücken rechts. Alles klar, man darf nicht den Zündschlüssel ausmachen, bevor die Maschine steht. Ne? So, das ist für die. Nein, du musst ja gleich ein bisschen ziehen, dass die Leiter gerade so frei über dem Boden hängt. Musst du mal so ein bisschen gucken, ne? Hast du noch dicht? Noch dichter. Was? Dann nochmal einen ganz kleinen hinterher. Einmal ziehen, zack. Okay. So, inzwischen sind wir in Fatigue ausgelaufen, haben uns entschieden, nach Rodos zu segeln. Die ersten Stunden liefen wir unter Maschine. Jetzt hat der Wind schön zugenommen und inzwischen wird wieder gesegelt.